Leute, here we go again. Es freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Das Warten hat endlich ein Ende. Folge 7, Are You The One? USA geht gleich los. Es gab hier und da ein paar Probleme. RTL Plus hat einfach Staffel 3 offline genommen. Warum auch immer. Wie auch immer, ich habe jetzt trotzdem Folge 7 organisieren können, ohne deutsche Untertitel. Das heißt, ich nehme euch ein bisschen mehr an die Hand. Wir kriegen das zusammen hin, die meisten von euch verstehen es eh. Aber wir sind am Ende alle auf einem Nenner. Es wird geil, wir steigen direkt rein. Nach der letzten Matching Night, da hatten sie 3 Treffer. Los geht's. We gotta be each other's family. In real life, when shit goes wrong, who do you confide in? You confide in your family. We don't have our family here. We gotta win it together or lose it together. Das hätte auch Vin Diesel sein können in Fast and Furious, der am Ende sagt, Familie. Das meint er hier, wir müssen auftreten wie eine Familie, zusammenhalten und wir gewinnen das zusammen oder wir verlieren das zusammen. Aber ich glaube, in Folge 2 oder 3 haben das auch schon mal ein paar gesagt, hat bisher nichts gebracht. Vielleicht bringt das nächste Spiel etwas und das kennen wir auch schon. Ich weiß nicht mehr woher, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist das Stapelspiel. Go! Der Junge haut heute die Sprüche raus, Teamwork makes the dream work. Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall kommt es tatsächlich auf Kommunikation drauf an, denn der Mann, wie gesagt, der sieht nichts, der weiß ja nicht, welche Farbe da vorne ist und welches Symbol. Deswegen muss ein Mann gut zuhören und ja, meistens können Männer nicht zuhören. 1, 2, 3. Alec and Melanie, first place! Melanie und Alec liefern am besten ab. Jetzt machen wir uns mal kurz Gedanken über die beiden. Könnten die ein Match sein? Haben die viel miteinander zu tun? Bisher hatte ich die gar nicht auf dem Schirm. 1, 2, 3! Und Rashida ist auch mal wieder dabei, diesmal mit Hunter. Ich glaube, die war auch schon auf einigen Dates, die Gute, oder? Aber bei der habe ich zum Beispiel auch gar keinen blassen Schimmer, wer ihr Date sein könnte. Hunter. Ich finde, Hunter passt nicht. Auf jeden Fall, das Spiel ist vorbei und Alec und Melanie, das neue Traumpaar, was zumindest auf ein Dream Date darf, ja, die quatschen jetzt mal ein bisschen intensiver. It's so easy to talk to you. Like everybody else is just like awkward. Und das gefällt Stacy nicht. Wir wissen, Stacy ist die, die immer bei Alec hängt. Eigentlich mag Alec auch gar nicht Stacy, aber die haben halt einen unsichtbaren Bund, den man nicht zerschneiden kann und ja, die hängen halt immer aufeinander beziehungsweise wählen sich auch immer. Letztes Mal hat Alec, soweit ich das weiß, auch wieder sie genommen, hat gesagt, Mama und Daddy probieren es nochmal oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ja, neue Situation für Stacy. Die tigert da ein bisschen um diesen Platz, wo die kuscheln und ist sauer. I can't believe Melanie's all over Alec. I'm just kind of like, what the f*** are you doing? Why would you even like disrespect that, you know? Yep, aber das ist halt auch das Spiel. Du sollst ja mit vielen Leuten in Kontakt treten und herausfinden, sind die dein Perfect Match oder nicht? Aber Eifersucht ist halt Eifersucht, ne? Los geht's mit dem Date und ja, Boomer-mäßig könnte ich sagen, es wird geritten. Auf Pferden. I've never ridden a horse before, so I'm really glad that I have my country cowboy right behind me. Also Rashida ist begeistert und Hunter macht halt auch einfach eine gute Figur auf diesem Pferd. Ich glaube, der kann auch so Tricks, der stellt sich so hin, macht so Lasso-Dinger, macht so ein Salto, so. Er ist ein Cowboy und das merkt man ihm auch an und ja, Rashida ist beeindruckt. Hunter is definitely in his element, I love it. In der Villa wird wieder gewählt, welches Paar soll in die Matchbox. It's voting time! Ist für mich relativ eindeutig Melanie und Alec. So vom Gefühl. Wie ich darauf komme, Rashida und Hunter, die finden bei diesem Date nicht unbedingt ein tiefsinniges Gespräch. Da wird zum Beispiel eher über die Bisons gesprochen. There used to be a lot. And now there's hardly any left. They're endangered. Yep, it tastes good though. And that's probably why. Yeah. Von wegen nicht tiefsinnig. Er hat gesagt, die Bisons sind vorm Aussterben bedroht, aber die schmecken halt auch gut. Und dann sagt sie, ja. Aber auch im Verlauf von dem ganzen Tag merkt man so, no connection. Wie sieht's bei den anderen aus? I don't know, I feel like every time we talk, it's kind of, oh, me too, or you know what I mean? Yeah, no, there's so much that we have in common, you know? Das läuft nicht schlecht und Alec hat noch eine bessere Idee, um dann noch mehr Schwung in die Kiste zu bringen. Es rappelt im Karton. Tong, tong. You gotta get it. Oh my god, you're gonna get it all really. Kissing Alec definitely makes me believe he is my perfect match. Da gibt es ein Küsschen und das überzeugt die Frau sofort. Okay. Dann sind wieder alle zurück. Der Host kommt da rein, möchte natürlich wissen, wie waren die Dates. Aber er möchte noch ein bisschen Feuer legen und zwar wusste keiner von dem Kuss. Bis jetzt. You guys share a kiss out there? Hey! Stacy ist gar kein Fan davon.
I mean, I'm not a jealous person, but I never have this problem back home with keeping a guy's attention, so this is definitely a first for me. Natürlich ist sie ein bisschen eifersüchtig und sagt ja auch ganz ehrlich, normalerweise muss sie nicht um Aufmerksamkeit kämpfen von einem Kerl. Diesmal ist es ein bisschen anders, aber er weiß auch, da ist was zwischen den beiden. Aber genug davon, welches Pärchen darf in die Matchbox? Hätte ich auch gemacht, bleibt die Frage, sind sie ein Match? No Match. Schon wieder. Aber ganz ehrlich, Rashida und Hunter sehe ich jetzt auch nicht als Match. Es ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, man muss das Ganze wirklich sehr, sehr krass strategisch machen. Deswegen war es auch so blöd in der deutschen Variante jetzt wieder, dass die Estelle sich dagegen gelehnt hat, gegen diese Taktik. Damit hätten sie echt was ausschließen können. So tappt man im Dunkeln. Hier könnte ich jetzt gar nicht sagen, wer wirklich gut zusammenpasst oder safe ein Match sein könnte. Schwierig. This whole game is to follow your heart and I think that's exactly what him and I did. This is just really overwhelming. Die Emotionen sind da, aber wie ich gerade meinte, es fehlt hier einfach an Taktik. Und eine, die da so ein bisschen mal was an der Taktik ändern möchte, ist Kayla. Look at the situation going on. We have mostly dudes over there sitting down. We have girls over here. It's just like nobody, this is what happens every single night and this is why we get nowhere. Sie beschreibt es ganz gut. Anscheinend ist es so, dass jeden Abend die Männer zusammensitzen in einer Gruppe, die Frauen zusammensitzen und dann wird halt einfach nur getrunken, Party gemacht und dann nähert man sich an. Aber die reden nie miteinander. Nicht wirklich. Das soll sich ändern bei einem Speed-Dating. I have gotten out and walked them to their door. Alec was my first connection. The first day I saw him, I was like, oh my gosh. Nicht nur oh my gosh, die haben nach 2 Minuten rumgemacht in Folge 1. Das war der Buddy Counter, falls ihr euch noch erinnert. Und ja, und dann war irgendwie nichts mehr und der hat sie sofort abblitzen lassen. Also, ja. Aber die Chemie war am Anfang da, also warum nicht? Die Zack und Hannah Geschichte hat ja erst beim letzten Mal begonnen und der Gute, der lässt sie nicht mehr aus den Augen. Ja, würde ich auch nicht. Obviously I'm more focused on Hannah than the others right now. A lot of people in the house just assume what we have as a physical attraction, but they're just peanut butter and jealous. Wichtig bei diesem Speed Dating ist ja eigentlich nur, dass man seinem Gegenüber mal eine Chance gibt, richtig zuhört und nicht wie sie hier. If I'm about you, whether you're wrong or you're right in public, I'm gonna defend you and then I'm gonna pull you off to the side and be like, yo, you are so fucking wrong. Like, yeah. It's... Dev has been talking to Brittany for an hour now. Kiki kann sich nicht mal ein paar Minuten konzentrieren, sie guckt die ganze Zeit zu Devin rüber und auf einmal ist es wieder ein Problem für sie. Beim letzten Mal, Devin ist komplett ausgerastet, weil sie sich ja so ein bisschen, Kiki wollte sich so ein bisschen auf Chuck einlassen, der hat sie aber nur veräppelt, deswegen war sie plötzlich traurig und ist dann wieder zurück zu Devin gekommen. Der hat das ganze Spiel so ein bisschen durchschaut, fand er nicht so geil, aber sie ist jetzt wieder super eifersüchtig und will jetzt wieder Devin haben. Es macht alles gar keinen Sinn zwischen den beiden. I cannot handle it, especially if my man is off talking to someone else. War das nicht beim letzten Mal, dass er so eskaliert ist, auch bei der Matchbox-Entscheidung, den Tisch so rumgeschmissen hat und hier gesagt hat, du kannst nicht von da nach da gehen und bla 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 und es gefällt mir nicht. Der war ja richtig sauer. Der war ja richtig sauer. Und das ist ja so ein Typ, das muss man auch sagen, der hat das faustdick hinter den Öhrchen und ich glaube, der lässt sich nicht veräppeln und wenn man ihn versucht einmal zu veräppeln, veräppelt er zurück. Ja. Speed Dating. Brilliant idea. Thank you, Kayla. Because everything that Kiki's saying is giving me ammo to play her and make her look like an idiot. Das, was ich gerade gesagt habe, bestätigt sich hier. Der hat gar keinen Bock mehr auf Kiki und der nutzt jetzt einfach nur alles, was Kiki macht, um es gegen sie zu verwenden. She just doesn't get it yet. That I'm full of shit. OMG, Ladies and Gentlemen, aufgepasst. Und Kiki, ja, Kiki wird drauf reinfallen. Ich sehe es kaum. The luau, I was hurt, so I said hurtful things. I'm sorry for that. Also, er entschuldigt sich jetzt aufrichtig bei ihr für die gesagten Worte aus der letzten Folge. Wie gesagt, als er so ausgerastet ist. I came here for love and I've been falling in love with you this whole time. I'm falling in love with you the whole time, sagt sie. Und Devin denkt sich nur, ja klar, wenn Chucky dich genommen hätte, wärst du bei Chuck. You're so wonderful. Can we sleep together tonight? Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wie ist Devin in eurer Gunst gestiegen oder gefallen? Wo positioniert sich der Gute gerade? I think Devin is using her and I think that he's doing a very, very good job of it. Yep, die beiden schlafen zusammen in einem Bett in dem großen Gruppenraum.
Und angeblich haben sie nicht nur geschlafen. They f***ed last night right next to us. Like, we literally saw that whole ocean. Seven's fake. Kiki ist fertig mit den Nerven. Alle sagen zu ihr, dass sie veräppelt wird. Die haben natürlich auch mitbekommen, wie Devin sauer war und gesagt hat, boah, sie ist Gift und sie muss hier raus und boah. Also keiner da drin glaubt Devin, dass er irgendwas von Kiki will. So why is everyone so angry? If I'm happy and he's happy, like, why can't they just be happy? Weil keiner davon glauben kann, dass er wirklich happy ist, sondern einfach nur sein Spielchen spielt. Und das ist ja auch die Wahrheit. Er spielt ein Spiel. Kommen wir mal wieder zu Alec und Stacy. Ja, sie hat noch eine Rechnung offen, denn schließlich sind Alec und Melanie kein Match, wie die Matchbox bewiesen hat. Aber was ist denn jetzt zwischen den beiden? No kissing, we're talking. No match on that screen really ups the possibility of me and Stacy being a perfect match. That's a little scary. Alec will auf gar keinen Fall, dass sie sein Match ist, aber die Chancen steigen. Jetzt mit dieser Matchbox-Entscheidung steigen auf jeden Fall die Chancen, dass es sein könnte. Jetzt geht's dann auch schon los mit der nächsten Matching Night. Die Ladies dürfen auswählen, die erste, die dran ist, Rashida. My perfect match tonight is Alec. Yep, das Beat-Dating hat hier ein bisschen nachgeholfen. Rashida nimmt Alec und ja, eigentlich wollte ja Stacy Alec nehmen. I definitely wanted to pick Alec for the matchup ceremony. I really did. Now, I really don't know what I'm gonna do. Das ist halt auch das Problem. Ich frag mich jedes Mal, dürfen die Frauen, also die Gruppe an Menschen, die auswählt, nicht vorher sagen, wen sie nehmen, das absprechen? Müssten die doch. Also können sie doch. Denn so wird der Plan von Stacy nicht aufgeben und sie kann einfach nur irgendjemanden nehmen, der übrig bleibt von den Leuten, die dann dastehen. Und das ist vielleicht dann wiederum eine Person, die jemand anders nehmen wollte und dann geht der Plan nicht auf und alle Pläne sind vorbei. What about you and Devin now? I really don't know right now. Sie weiß es nicht, Cheyenne schon. Sie redet halt aber auch gerne. We all saw you. You guys were literally the only couple that was in the group room. Yep, und das fand keiner cool. Würde mich wahrscheinlich auch stören, wenn du da direkt neben dir Leute hast, die... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das alles hier noch nicht vorbei. Devin gerät noch mehr in die Schusslinie. Just because you have the ability to manipulate people, doesn't mean you should. Er schießt auf jeden Fall gegen Devin, sagt hier nur, weil du die Leute manipulieren kannst, solltest du das nicht tun. Und das ist halt so das Ding. Devin ist smart. Man kann nicht sagen, dass er ein Dummkopf ist. Der ist sehr, sehr smart und der hat halt leichtes Spiel bei Leuten, die ihm in der Intelligenz unterlegen sind. Drücken wir es mal sehr vorsichtig aus. You treat this woman like a piece of meat. You don't respect her, baby. You don't respect her. This is bull. Ja, also die meisten wissen schon, wie der Hase läuft, nur Kiki eben nicht. All right, Kiki. Who do you feel is your perfect match? I definitely think my perfect match is Nelson. Nelson. Sie nimmt Nelson und irgendwie passen die beiden doch gar nicht zusammen. Haben wir die jemals miteinander reden sehen? Ich nicht. Ihr? Wahrscheinlich auch nicht. Is Amanda. Tonight I'm gonna be picking Hunter. Brittany, who's your perfect match? Devin. Melanie, who's your perfect match? Chuck. Hannah, Zach, lock in. Es geht hier Schlag auf Schlag. Die nächste, die dran ist, Stacy. Okay, Stacy, who's your perfect match? Mike. All right, Kayla, who's your perfect match? My perfect match is Austin. That brings up our last couple, Cheyenne and Tyler. Come on up. Yeah. Damit sind alle Matches eingeloggt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Lichter heute angehen. Money, big money. That's three. Drei Lichter haben sie, aber ist da noch mehr zu holen? Come on. Nö, das war's. Drei Lichter sind angegangen und sie treten weiter auf der Stelle. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie es wirklich noch schaffen werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendeine Strategie haben, dass die irgendwie vorankommen, dass es dort wirklich Personen gibt, die miteinander so krass harmonieren, dass man auf jeden Fall sagen könnte, ey, das ist ein Match. Sehr schwierig in dieser Staffel. Was sagt ihr? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Channel. Ich sag wie immer, ciao.